In Burundi hat das Militär offenbar Präsident Pierre Nkurunziza abgesetzt. Nach Bekanntwerden des Staatsstreichs strömten mehrere hundert Menschen auf die Straßen Bujumburas und feierten den Sturz Nkurunzizas. Der frühere Geheimdienstchef, Generalmajor Geoffroy Niyombare, hatte im Beisein hoher Offiziere die Absetzung Nkurunzizas erklärt. Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, den Präsidenten, der versucht hat, die Verfassung zu ändern, zu verjagen. Nach den Konflikten der Vergangenheit wollte er eine dritte Amtszeit, um uns zu erledigen. Aber dank der Revolution des Volkes haben wir gewonnen. Soldaten umstellten den staatlichen Rundfunk- und Fernsehsender RTNB. Später kam es dort zu Schusswechseln. Ein Vertrauter von Staatspräsidenten Nkurunziza erklärte, man betrachte das Ganze nicht als Staatsstreich, sondern als Witz. Präsident Nkurunziza hielt sich zum Zeitpunkt des Putsches zu Gesprächen mit der ostafrikanischen Gemeinschaft OAC über die Krise in seinem Land in Tansania auf. Die OAC verurteilte den Staatsstreich. Nkurunziza nahm an dem Gipfel aber nicht teil, sondern versuchte aus Tansania nach Burundi zurückzukehren. Die Putschisten haben den Flughafen der Hauptstadt allerdings gesperrt und die Schließung der Staatsgrenzen angeordnet. Seit Ende April demonstrieren die Menschen gegen den Versuch von Präsidenten Nkurunziza, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren.